Und da bin ich wieder. Die nette Frau Ori ist immer noch im Neta. Interesting. Und ist wieder nahe des Spawners. Meine Konsole spammt wieder zu. Ah. Könnt ihr ja mal ganz kurz hier gucken, ob man das sieht, wie man das sieht. Da seht ihr die ganzen Meldungen. Deep Priest at Particle Spawner Call. Und überall schon der Name dran. Warning Server, Warning Server. Ha, mit solchen Meldungen wird meine gesamte, die gesamte Konsole voll gespammt. Das hier unten ist übrigens der zweite Server. Das hier ist der Mindclone-Server. Und das hier ist der Mindtest-Server. Also, Mindtest ist ja beides, aber da läuft halt Mindclone drauf. Da sieht man, Ori leaves the game. Oh, Ori hat verlassen. Oh my goodness. Ja, und da sieht man halt, diese ganzen Meldungen kommen halt immer, wenn sich einer nahe eines Portals befindet. Das ist natürlich relativ nice. So, nochmal die Kamera wieder einstellen hier. Okay. Ja, und daran merke ich halt, wie gesagt, immer, dass da einer nahe meines Portals sich rumlungert. Leider hat sich die gute Dame jetzt ausgelockt. Na gut, ist auch schon spät. Ich glaube, das wird jetzt auch die letzte Folge sein für heute, für mich. Ich meine, ab morgen geht die Schule wieder los. Da will ich jetzt hier nicht aus dem letzten Dolderaum kommen rausmachen. Und ich sag mal so, 8 Folgen am Tag reichen auch aus, ne? Da muss man jetzt nicht übertreiben und da noch eine Folge rausquetschen. Jetzt ist natürlich wieder ein Baumblock hier zu wenig. Baumblock, ne? Also ein Brett, habe ich Holz? Ich habe kein Holz. Ernsthaft jetzt? Oh Gott, Alter. Also erstmal Bäume fällen. Dabei erstmal Schaf anlegen. Nein, der gedacht. Komm jetzt mal her. Danke. Habe ich eine Axt? Also nicht mehr. Ey, ich mach mal Handkantenverkloppung. Oh, hier unten ist eine Höhle. Zu meiner Linken. Oh, mit einer Mine. Okay. Dadurch steht dann wohl klar, was wir jetzt machen. Also nicht klar, sondern fest. Dadurch steht jetzt fest, was wir machen. Damit steht klar, macht grammatisch keinen Sinn. Vor allen Dingen Schafe finden wir hier sowieso nicht, wie es aussieht. Also da brauchen wir noch ein bisschen. Von daher können wir auch mal ein bisschen Out of the Order Work machen. So, wir haben Holz vor der Hütte. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bam, bam. Danke, danke, danke. So, hier kommt das Bett hin. Das heißt, wir haben. Mache ich das am dümmsten? Ja, doch, hier mache ich eine Doppelkiste hin. Na komm, 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 komm. Dankeschön. Dann kommt hier das Gedöns hin. Dann kommt hier die Lücke und dann kommt da nochmal eine Kiste. Wisst ihr was? Die Heizung kommt hier ganz nach hinten. Hier in die Mitte kommt die Workbench. Und dann kommen hier die anderen beiden Kisten. Da ist sogar eine Lücke dazwischen. Das macht natürlich noch ein bisschen mehr Sinn. Weil genau das hatte ich nämlich gerade die Befürchtung, dass ich das nicht hinbekomme. Weil eben, es würde ja Sinn machen, dass zwischen der Kiste und dem Ding bis Platz ist. Weil das Ding wird ja in der Realität jetzt gesehen relativ heiß. Nicht so heiß wie ich. Aber. Nochmal Ramin. Okay. Komm mal mit. Ah, wisst ihr was, hier kommen her. Das ist ja nicht mehr normal hier. So. Stellen wir mal schnell die Kiste. Da kommen wir
Machen wir jetzt das Futter rein. Da, 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 da. Na, da. Da, da. Da. Ja, das ganze wertvolle Zeug nehme ich gleich wieder an mich. Ich weiß, weil wir können hier nicht lagern. Wir brauchen dafür erstmal eine Enderkiste. Und glaubet mir, ich werde eine besorgen. So, aber das gesamte Gerümpel kann ja erstmal komplett rein. Das stört hier keinen. Ja. Spaß. Das hole ich auf jeden Fall. Genau, der Rest kann da drinnen bleiben und dann kommt das wichtige Zeug kommt wieder zu mir. Das wäre das. Und das hier. Okay. Rest ist zwar auch relativ wichtig, aber wenn ich die Sachen verliere, weil wegen geklaut und so, dann ist es nicht so schlimm. Wäre zwar schade drum, aber ist nicht schlimm. Gut, okay, damit hätten wir auf jeden Fall erstmal hier unser kleines Häuschen soweit fertig. Also wir können jetzt erstmal weitermachen, weil wir bräuchten erstmal ein bisschen Wolle. Deswegen nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, okay, auch unten in die Mine, die wir hier gesehen hatten. Mine! Mine! Was ist denn hier los? Was fällt hier runter? Was auch immer ich das gerade aufgenommen habe. Ach so, Pfeile! Lol! Wie habe ich denn Pfeile aufgesammelt? Genau hier nicht. Gut, diesmal besteht die Decke nicht nur aus Wasser, aus Kies. Wir haben nur drei Pfeile? Kerzen? Ist ja nicht gerade viel. Was ist denn hier drin? Oder. Wow! Hä? Achso. Wow, das verwendet aber gerade ganz schön. Yeah! Fackeln gefunden. Da fackel ich mal nicht lange. So, hier geht's auch noch weiter. Eisen! Nein, da. Klappte Broteisen auskloppen ist ja. Wow. Also, ich schneide meine Messer auch generell mit Brot, ne? Oh! Ja, brauchen wir zwar jetzt nicht so akut, weil ich Redstone eigentlich eher weniger nutze, aber ist trotzdem schon mal nicht schlecht. Alter, wie viel Kohle das hier gibt. Schade, schon zu Ende. Ich kloppe mal die ganze Kohle. Ne, mache ich nicht. Ganz ehrlich, Kohle haben wir genug. Ich lasse das bisschen Spitzhacke, was ich hier noch habe. Ich habe nämlich nicht darauf geachtet, mal eine ordentliche Spitzhacke mitzunehmen. Deswegen die Spitzhacke, die wir haben, die hebe ich mir mal lieber auf, wenn wir wo Eisen finden. Fax habe ich alles mitgenommen. Kann das sein? Du kommst raus. Was war denn das bitte? Was ist das denn? Pumpkin! Komm, ich heb mal auf. Eigentlich bin ich persönlich eher schärfer auf Melone. Weil wegen Vista hat einen höheren Ertrag. Ich weiß gerade gar nicht, Kürbis hat gerade, soweit ich weiß, gar keinen Ertrag, oder? Das kann man nur benutzen, um hier als Facelifting, beziehungsweise man kann damit auch Gerichte zubereiten, ja, aber eben, man muss das erstmal zubereiten. Und eben, das Schöne halt an, hier ist noch eine Fackel irgendwo? Aha. Und das Schöne halt an was wollte ich gerade sagen? Nein, an das grüne Zeug halt. Wer ist das jetzt so? Kürbis? Nein. Vorhandener Feldbusch? Nein. Melone, Wassermelone, genau. Ist halt, dass man das halt wirklich direkt sofort zu sich nehmen kann. Und man das dementsprechend halt wirklich als ganz billiges Transport Lebensmittel benutzen kann, wo man halt einfach einsammeln und los geht's kann und man nicht erstmal ewig was vorbereiten muss. Und dementsprechend kann man da schon sagen, wo geht's denn hier lang? Oh, hier nichts mehr. Oh, schon haben wir wieder 30 Fackeln. Yay! Das ging mal schnell. Oha, hier geht's runter. Kommt hier noch was Spannendes? Hier geht's wieder hoch.
Und hier endet auch die Fahrt. Oh, Eisen! Fuck! Scheiße! Ja! Halleluja! Ich dachte schon, unsere verkackte Hacke reicht nicht aus. Ah, das wäre so Ort, das wäre so typisch gewesen. Das wäre einfach so, ich weiß nicht. Aber? Gott, haben wir jetzt viele Fackeln. Ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall mehr als davor. Guckst du mal her? Dankeschön. So, wo müssen wir jetzt wieder raus? Das war irgendwo hier vorne. Da musst du mal raus, glaube ich. Ja, genau. Ich klaue mal hier noch alle Fackeln. Dann ist die Bude duster. So wie beim Schuster. Der war voll witzig. Ich könnte voll Komiker werden. Oh, die ganzen Gleise schon wieder hier, ey. Die braucht kein Schwein. Lasst mich in Ruhe. Hier ist noch. Wow, jetzt ist aber wirklich dunkel hier. Das Problem ist, bei dunkel ist halt, sobald es dunkel wird, wird es auch gefährlich, ne? Weil da können jederzeit irgendwelches Creeper spawnen oder ähnliches. Das Gesocks kennt man ja mittlerweile. So, ist hier irgendwo mal ein Schaf gespawnt, ne? Ein Schaf, vielleicht auch zwei Schafe. Oder ein Schaf, das zwei Mal Wolle gibt. Ja, irgendwie, irgendwas, hallo. Meine verfluchten Bitches. So, als allererstes, bevor ich hier in meine Hütte reingehe, schmeiße ich erstmal noch die beiden Gleise weg. Ich habe 31 eingesammelt, das geht eigentlich. Ach komm, wir behalten die jetzt einfach. Fuck off. Sag ich da. Ah ja, erstmal schon reinfällen in die Grube am besten noch. So. Ja, wir haben 6 mal Eisen. Das geht eigentlich tatsächlich. Wir haben ganz schön viel Brot. Wir haben ultra viel Kohle. Die Scheiße packe ich mal doch in mein Inventar. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Das nicht. Aber das hier und was bist du? Ja, doch, dich kann man auch mit benutzen. Ja, leider gibt es hier für dieses Minecraft kein Deutschsprachpaket. Aber ich meine, die ganzen Begriffe hier sind ja relativ easy zu übersetzen. Da braucht man das jetzt nicht unbedingt. So, das Boot nehme ich auch mal sicherheitshalber mal mit. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns. Obwohl, nee. Ich mache aber unten ein bisschen Feldarbeit. Haben wir jetzt die Hau dabei? Nee, haben wir natürlich nicht. Ach, das ist ja schon wieder fucking Skelett. Dich nehme ich mal ganz kurz mit. Ich will jetzt einfach mal unten jetzt hier ein Feld aufbauen. Damit wir uns dann mal hier auch ein bisschen aus lokalen Anbauorganisationen ernähren können. Danke. Gut, eine Ho. Ich bepflanze auf jeden Fall erstmal hier das gesamte Gebiet. So, gut, dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt die Samen drin gelassen, ne? Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Oh Gott. Warum passiert sowas mit mir? Da will ich einmal was richtig machen und verkacke grandios. Ist das traurig. Ist das traurig. Ist das traurig. Das ist echt traurig. Wisst ihr was? Hier kommt es als allererstes, habe ich nicht dabei. Schade. Ich wollte mal ein bisschen absperren, so ein bisschen Sand hinpflanzen, damit ich da nicht immer so fast reinfalle. Dann würde ich nämlich vielleicht auch ein bisschen ruhiger schlafen.
So, jetzt haben wir hier ein bisschen Stroh vor der Hütte. Fuck, wir haben zu wenig. Egal, reicht das mal. Das reicht auf jeden Fall erstmal. Und für den Schaf gespawnt? Nee, ne? Was gibt's denn nicht, Leute? Ist doch. Ist das eine Albtraum, ne? Na, mit dem Schaf, das ist echt so eine Qual für dich, ne? Klar, irgendwelche Hunde und so, irgendwelche scheiß Pferde, die keinen Sinn braucht hier. Ist der Ball, der Motherfucker, Bitch, man. Eine Scheiße. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es jetzt hier eigentlich relativ gut erstmal gemeistert, den Anfang. Wir haben mittlerweile sogar schon unser erstes Feld. Dann würde ich mal sagen, oh, wir haben heute Minecraft aufgenommen, wir haben heute Minecraft aufgenommen. Mal gucken, wenn wir das nächste Mal umgehen, was denn von all die Sachen noch übrig ist. Mir fällt gerade auf, wir haben unser Bereich gar nicht protected. Das ist ja jetzt mal richtig in die Hose. Ernsthaft? Frage ist, von wo so protecten wir das Ganze? Ich gehe mal hier ganz nah unten an die Strand, wobei ich mal denke, dass das dann wieder zu groß wird, der Bereich. Naja, der wird viel zu groß. Der Bereich wird viel zu groß. Ich probiere es einfach mal ganz kurz. So. Das heißt, wir gehen hier hin. Area Position 1. So, jetzt müssen wir in einen Bereich kommen, der höher liegt als unsere Wohnung, also als die Decke von unserer Wohnung. Das ist hier eigentlich relativ, ja doch, hier geht's schräg genug hoch. Nur aufpassen, dass wir nicht zu weit weggehen, nicht dass er wieder sagt, mit dir ist die Bereich zu groß. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß war denn der Bereich jetzt eigentlich, den man hier nehmen konnte. Mal gucken, vielleicht passt das ja schon. Vielleicht passt das ja. Und jetzt Protect Home. Ah, ja, hat funktioniert. Okay. Sehr schön. Gut, dann gehört das jetzt all das hier zu unserem geschützten Bereich. Ich hoffe, das Haus ist komplett eingeschlossen. Ja, scheint so. Okay, gut. Und dann haben wir das. Ja, dann würde ich mal sagen, das war jetzt ein krönender Abschluss. Die Zeit ist auch rum. Hat das jetzt perfekt gepasst. Okay. Oh, nächstes Mal versuchen wir dann noch ein bisschen Holz, ein bisschen Wolle zu sammeln, um dann das Bett zu bauen. Ansonsten brauche ich dann erstmal für heute jetzt Feierabend. Ja, dann würde ich mal sagen, werde ich die Folge erstmal konvertieren und dann hochladen. Dann sieht man sich dann vielleicht entweder zu Doom, wobei ich auf Doom gerade so derzeit durch die letzten Folgen für mich selber Doom spielen, ja, da kann ich mir immer ein bisschen rumtoben und so, aber so als Let's Play, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da so an die Folgen gebunden, man kann ja nicht einfach zwischendurch einfach abbrechen und was anderes machen, ist auch ein bisschen scheiße. Deswegen bin ich da mittlerweile eher so, naja, muss ich da wieder Lust für bekommen. Deswegen habe ich jetzt auch heute erstmal einen komplett nur mein Test aufgenommen. Also wir mal gucken, was dann als nächstes kommt. Werden wir dann ja sehen. Schau mit V.